Hallo, liebe Zuschauer, Dune 2, der Kampf um Arrakis. Ja, ein Meilenstein in der Echtzeitstrategie. Damals auf dem Amiga habe ich das sehr viel gespielt. War auch meine erste Berührung in Sachen Echtzeitstrategie. Dann vor ein paar Wochen habe ich mir gedacht, das Spiel muss ich euch zeigen. Dann habe ich das nochmal rausgekramt und mich nochmal eingespielt und gedacht, mein Gott, das ist echt schlecht gealtert. Nein, das ist immer noch ein Klassiker, nicht falsch verstehen, ja, und immer noch ein spielbares Spiel, aber im Vergleich natürlich zu heutigen Echtzeitstrategiespielen, wie viel da an, allein schon an Komfortfunktionen im Spiel drin sind, ja, was hier einfach fehlt, kann zum Beispiel hier keine Rahmen um die Einheiten ziehen, ja, sowas fehlt hier alles noch, aber Dune 2, das war schon ein richtig großer Schritt und ich würde sagen, wir schauen uns nochmal die Einleitung an. Die ist nämlich echt gelungen auf dem Amiga. Wir sind zwar Ladezeiten bis zum geht nicht mehr, aber wir haben ja Zeit. Uns jagt ja niemand. Ne, kommt mal hin. Hat zwar gerade gesagt, wir haben Zeit, aber dennoch, Ladezeiten sind immer doof. Das ist auch wieder eins dieser Spiele, welches auf dem Emulator nicht mit Turbo-Diskettenlaufwerkgeschwindigkeit läuft. Es funktioniert nur, wenn man es richtig hundertprozentig emuliert. Ganz schön lange gebraucht, bis ich das zum Laufen bekommen habe. Zum Film selber. Auch so ein Klassiker, den ich, glaube ich, einmal als Kind, junger Jugendlicher gesehen habe und gesagt habe, boah, ist der scheiße langweilig, der Film. Vielleicht sollte ich ihn mir heute als Erwachsener nochmal angucken, um ihn richtig einsortieren zu können. Aber damals hat der mich nicht gekickt, der Film. Nun, der Kampf um Arrakis. Genau, das habe ich vorhin auch schon gesagt. Geht es jetzt automatisch weiter oder soll ich irgendwas drücken? Ich will ja jetzt auch nicht die Einleitung abbrechen. Vermutlich lädt er gerade im Hintergrund, um uns die Einführungsgeschichte doch ein bisschen näher zu bringen. Der Planet Arrakis, bekannt unter dem Namen Dune, der Wüstenplanet. Ich glaube, es gab noch eine CD-Version, da war das dann mit Sparausgabe. Oder war es in der PC-Version? Ich weiß es nicht mehr. Land aus Sand, das reimt sich, aus dem das Gewürz Melange stammt, oder Melange, dann bleiben wir mal bei Melange. Das Gewürz hat die Macht über das Imperium. Ich muss ja den Film tatsächlich mal angucken. Haben die sich gefetzt um ein Gewürz? Wer den Wüstenplanet beherrscht, hat auch die Macht über das Gewürz. Oder stand Gewürz irgendwie für eine Droge als sinnbildlich? Ich weiß nicht. Ich muss den Film unbedingt nochmal gucken. Der Imperator hat jedes Haus zu einem Machtkampf herausgefordert. Das Haus mit dem meisten Gewürz wird den Wüstenplaneten regieren. Es gibt keine festgelegten Gebietsaufteilungen und keinerlei Kampfregeln. Gewaltige Armeen sind angerückt. Drei Häuser kämpfen nun um die Herrschaft über den Wüstenplaneten. Die Edlen Atreides. Die hinterhältigen Ordos. Und die bösartigen Harkonnen. Soweit ich weiß, gab es im Film, oder gab es sogar einen Roman zu dem Film, nur zwei Familien, oder? Die dritte ist, glaube ich, so dazu gekommen. Freie Dichtung sozusagen. Nur ein Haus kann den Sieg davontragen. Dein Kampf um den Wüstenplaneten beginnt. Jetzt. Sofort. So, und jetzt Zauberei, Zauberei, Zauberei. Zack, sind wir wieder am Anfang. Dann wollen wir mal rein ins Spiel. Der erste Level ist total spannend. Da passiert gar nichts. Null. Niet. Nada.
Oh, nee, nix laden. Hier. Diskette wechseln. Schwupp. Aber immerhin wird man hier dann Step by Step durch die Missionen an das Spielprinzip herangeführt. So, ich wähle immer die Harkonnen, weil einfach hier so rot und bösartig und mächtig viel Feuerpower. Mit Haarbrücken, Haar wie Harkonnen. Das grausame Volk der Harkonnen verhält sich in seiner fanatischen Jagd nach Macht ruchlos gegenüber Freund und Feind. Möchtest du das Haus haben? Ja, will ich, klar, sicher. So einer netten Dame hier. Da kann ich nicht nein sagen. Voll der rote Planet haben sie. So ein bisschen wie. Ach, wie heißt doch mal dieser Feuerplanet bei Star Wars? Wo die auch gekämpft haben. Hier Anakin und Obi-Wan. Komme ich jetzt nicht drauf. Komme ich jetzt nicht drauf. Keine Zeit, mich darauf zu konzentrieren. Ja, natürlich hätte ich jetzt auch hier die Ladezeiten rausschneiden können. Aber ich habe gedacht, damit es authentisch ist, ja, so authentisch wie möglich, lasse ich jetzt die Ladezeiten drin. Ihr könnt sehen, wie ich die eine Diskette nach der anderen reinschiebe. Wenn ich mich recht erinnere, lief dieses Spiel auch nicht mit zwei Laufwerken, auch wenn hier steht, in beliebiges Laufwerk reinschleißen. Nö, 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 nö. Aber das kann auch sein, dass mich da die Erinnerung trübt. Ich bin Ratnor, dein Mentat. Unter meiner Führung wird es dir vielleicht möglich sein, uns bei dem Kampf um diesen staubigen kleinen Planeten zu unterstützen. Erzähl weiter, Ratnur. Soll ich drücken, Ratnur? Bei deiner ersten Prüfung erwarten wir von dir nicht weniger als 1000 Credits. Du kannst sie erwerben, indem du Gewürz erntest und in einer von dir erbauten Raffinerie in Credits umwandelst. Wenn einer unserer verrückten Gegner deinen Stützpunkt anzugreifen versucht, dann wird dir das Vergnügen zuteil, die unbesiegbaren Harkonnen-Truppen in Aktion zu erleben. Ja, sehr schön. Das finde ich immer super. Jetzt kann es auch gleich schon losgehen. Wahrscheinlich noch fünfmal die Diskette wechseln vorher, aber das kriegen wir hin. Das ist kein Problem. Yay, los geht's. Ja, unsere Basis. Hier haben wir einen Buggy. Jawohl. Genau, jawohl. Dann fahren wir da hin. Achso, da muss man sogar. Hier seht ihr. Ah, In Ordnung. hier vom Wegen, hier Rechtsklick oder Jawohl. so. Das machen die alles nicht. In Ordnung. Ah, auch das Scrolling geht nur, indem man die Maus hier hinschiebt. Jawohl. Also, wie gesagt, das sind diese ja, In Ordnung. Bequemlichkeits- oder Jawohl. die bessere Bedienung, die wir heutzutage haben. Aber was war das damals? Das war damals mal der Trendsetter. Das. Jawohl. Haben wir so ein bisschen die Truppen verteilt. So, jetzt müssen wir erstmal bauen hier. Konstruktionsanlagen. Alle Gefüge werden in Konstruktionsanlagen hergestellt. Okay. Hier haben Credits 999. Wir bauen jetzt erstmal. Wir müssen immer diese komischen Platten hier erstmal bauen, bevor man hier ein Gebäude auf Sand setzen kann. Gibt auch keine Konstruktion fertig. Bauschleife oder so, wo man mehrere Sachen hintereinander bauen kann. Konstruktion Hier dieses fertig. Orangene, das ist übrigens das. Gewürz. Feindliche Einheit nähert sich. Ah! Konstruktion fertig. Mist, Jawohl. wir haben unser Stützpunkt reingerannt. Dann gehen wir dahin, In Ordnung. wenn die von da unten kommen. Das wollen wir ja nicht unbedingt. Zack. So, was können wir denn jetzt mal bauen hier? Genau, erstmal so ein Windfallen-Energiezentrum. Hier unten sieht man immer, wie viele Platten die einnehmen. Das sind nämlich jetzt die vier Platten. Vorbringen, dann können wir es nämlich dann auswählen zum Bauen. Mein Gott, ist das kompliziert. Dadurch haben wir nämlich dann auch Strom, das produziert wird, oder Energie. Sehe ich das irgendwo? Die Energieanzeige? Merkwürdig, ne? Und dadurch wird uns jetzt auch möglich, die Gewürzraffinerie zu bauen. Achso, dann müssen wir erstmal wieder Platten bauen. Genau, Platten, Platten, Platten. Mal hier Platten vorbringen und dann bauen mal. Können wir, glaube ich, hier unten dran bauen. Das passt schon. Fertig. Das kriegen wir hin. Konstruktion fertig. Ja. Auch mit der Sprachausgabe, das war damals The Konstruktion Hammer. fertig. The Absolute Hammer. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig.
Und schon fertig. Ah, was ist da passiert? War da irgendwas? Nein, da war nichts. So, jetzt aber hier, zack, die Gewürzfabrik bauen. Wir endlich anfangen können, Gewürz zu ernten. Dann halt müssen wir, glaube ich, insgesamt 1000 Credits, also wir müssen nicht wieder auf 1000 Credits kommen, sondern 1000 Credits müssen wir tatsächlich ernten, um dann diese Mission abzuschließen. Schon fertig. Genau, in der Raffinerie wird Gewürz in Credits umgewandelt. Und dann geht's auch schon direkt los. Da kommt dann unser Flieger, der bringt hier den Gewürzsammler. Ja, muss ich ihn jetzt automatisch ansetzen? Ne, das machst du selbst. Nee, bleib mal hier. Komm mal da hin. Nicht da unten in Richtung Gegner fahren. Oh, da stehen Gegner. Jawohl. Hilfe. Angreifen. Jawohl. Boah. Genau, verfolgen. Lass dir nicht entkommen. Tötet sie. Oder ihn. Los. Einheit zerstört. Ja, nicht mit den Harkonnen. Du bist fleißig am Ernten. Zack, machen wir hier Ernte und dann ernte mal los. Genau, wunderbar. Jawohl. So, du gehst mal bitte wieder hier hin. In Ordnung. Sehr schön. Ja, und das ist eigentlich im Prinzip schon alles, was in dieser Mission zu tun ist. Nachher geht es natürlich noch mit viel mehr Gebäuden weiter und Einheiten, die man bauen kann. Und dann gibt es natürlich auch richtig, richtig Action. Aber das war damals halt Dune 2. Das war so der Auftakt zu dieser Echtzeitstrategie. Ja, ihr seht jetzt hier schon, ihr kennt jetzt hier auch dann schon die späteren Teile. Command & Conquer. Oder auch, ja, Warcraft kann man auch sagen. Die sich da natürlich auch dran bedienten an diesem Vorbild. Also ein Klassiker. Ein Stück weit Computerspielgeschichte, möchte ich mal sagen, ist dieses Spiel auf jeden Fall. Dazu natürlich die starke Lizenz. Ich werde mir jetzt den Film Dune nochmal angucken. Das soll es für heute gewesen sein, denn jetzt viel mehr passiert in dieser Mission auch nicht. Außer, dass wir hier das Gewürz ernten, der Gewürzernter hier hinfährt und dann das umgewandelt wird automatisch in Credits, wodurch wir dann wieder neue Sachen bauen könnten, die wir aber nicht brauchen in dieser Mission. Deswegen machen wir an dieser Stelle einen Cut. Dune 2, Videospielgeschichte. Bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye-bye.